soon. We will be together, my love. Hallöchen, hier ist der Björn vom LSNPD und wir spielen, wie man es hier hinten leicht ausgefadet sehen kann, Eventide 2, der Zauberspiegel. Und unser Name ist natürlich nicht Maria, sondern LSNPD. Also Björn vom LSNPD. Aber Björn vom LSNPD passt nicht hin, deswegen muss ich das einfach so hinschreiben. Guck mal hier, hier siehst du schon gleich, was losgeht. Ersten Teil habe ich gefeiert, zweiten Teil, weiß ich nicht, werden wir rausfinden, ne? Und kann man hier irgendwas machen? Beim letzten Mal konnte man hier so ein bisschen was machen, aber diesmal nicht. Hier, schönes Logo. Sehr gut. Gut, und ich habe gehört, dass es dieses Mal sogar unterschiedliche Wege geben wird. Das heißt, man wird sich an gewissen Stellen oder vielleicht an einer Stelle, ich weiß es nicht, entscheiden müssen. Und hat dann einen anderen Spielverlauf, was ich genial finde. Großartig. Finde ich sehr schön. Weitere Infos. Was haben wir hier? Optionen, Eigenschaften, Errungenschaften. Was ist hier? Alles Mauszeiger, Stimme, Vollbild. Okay, alles wunderbar, sehr schön. Profil, Credits, Rundschreiben. Oh. Herzlich willkommen bei Steam. So, gucke ich mir mal zu Hause an und ihr könnt das natürlich auch. Und wir spielen jetzt einfach mal. Einstellbar. Oh, das ist neu. Das ist cool. Normal. Bla 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 bla. Es gibt eine Anleitung. Bla 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 bla. Es gibt leichte Strafe für falsches Klicken in Wimmelbildspielen. Es gibt keine Anleitung. Ja, das klingt ja eigentlich wie. Guck mal hier. Entscheide dich selbst, wie schwer das Spiel sein soll. Glitzern, WBS funkeln, Kartentipps, Einführung. Minispiel Aufladezeit in Sekunden kann man das einstellen. Das finde ich ja großartig. Komm, wir machen mal Experte, weil wir sind Experten und ich drücke jetzt einfach mal OK. Ah, die Geschichte in diesem Spiel ändert sich mit deinen Entscheidungen, was ich eben gerade schon gesagt habe. Impressive. It'll be even better from up there. Those clouds look weird. There weren't any storms in the forecast. Na, das fängt ja spannend an. Neue Aufgabe, hilf Jenny. Jenny! Guck mal hier, wir sind hier, hier hinten haben wir auch Sachen, kann ich jetzt gerade nicht sehen, was das ist. Hier haben ein Tagebuch, wir haben ein Menü. Erstmal im Tagebuch gucken, was für unsere Aufgabe ist, hilf Jenny. Hilf Jenny, die Spitze der Klippe zu erklimmen. Ja, machen wir. So, erstmal gucken wir natürlich hier rein. Der Zweig ist zu weit weg, ich brauche etwas, um heranzukommen. Kann ich das nicht über das Seil machen? Das ist ja nicht so gut, ne? Kann ich schwingen? Jenny, help me. Oh. I can't reach my backpack. I can toss you a pickaxe. Cut the branch. My line won't hold for much longer. Ja, genau ins Inventar geworfen. ja. Ah, ich wollte dich sowieso nie. Jenny. So. Wie komme ich denn jetzt zurück? Da. Das ist einfach viel zu lange her, dass ich das... Hatte ich eben gerade einen Lag? So. Erstmal Spitzhacke. Kann ich hier noch was nehmen? Das Seil steckt an dem Zweig fest. Ich muss das, den Zweig abschneiden, sodass Jenny wieder herunterklettern kann. Ja, natürlich. Guck mal hier. Da fällt er hin und gleich platzt er auf und dieser... Wimmelbildmüll lädt sich da auf dieser kleinen Plattform, auf der auch niemand stehen kann. Sondern Jenny kann da nicht stehen, sondern sie muss da hängen. Guck mal hier, ein Schweizer Armee-Göffel. Und was haben wir noch? Was suchen? Ach du meine Güte, jetzt so Kleinteile. Das hier brauchen wir bestimmt. Das nämlich sieht aus wie ein Griff. Und können wir das hier aufmachen? Nee. Aber hier.
Da ist eine Schwertscheide, brauchen wir auch. Das ist nix. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal hier. Da haben wir... Ach, das, was blau ist, ist immer verdeckt von irgendetwas. Guck mal hier, die Banane können wir noch wegessen. Da ist noch was. Hier, diese Schrauben brauchen wir noch. Wir haben auch unendlich viel Zeit, weil... So doll ist das mit Jenny jetzt auch nicht. Also, guck. Was brauchen wir noch? Hier, Duct Tape zum Zusammenkleben. Da ist so ein kleiner Ring. Dann brauchen wir noch so einen Flaschenöffner. Den haben wir hier. Und eine Kette, damit das alles zusammenhält. Und noch die letzte Mutter. Also wirklich. Du hast eine... Das will ich lesen. Du hast etwas gefunden. Na, das war aber allerhöchste Eisenbahn. Gott sei Dank brauchen wir den ganzen Plunder sonst nicht. So, und... Abschneiden. Okay, du kannst jetzt losklettern. Take my hand. Jenny, watch out. Take her away. I'll get rid of the other one. Sind wir nicht die Hauptfigur? Ah, wir sind nicht tot. Okay. Where am I? Lucky to be alive. Who was that? They kidnapped Jenny. I need to find her. Ja, im Team Piercing hängt sie jetzt und ja. Okay, wir haben immer noch das mit. Es geht echt nicht. Nein, es geht einfach nicht. Ich wusste gar nicht, dass so ein Intim-Piercing das aushält. Hier siehst du die erste Karte. Versuche alle 14 davon zu finden. Klicke, um fortzufahren. Du hast die erste Karte mit Kobolden gefunden. Klicke ich hier oder da? Weiß ich nicht. Guck mal im Menü, also im Tagebuch. Aufgaben, Entscheidungen, Kräuter. Ich kann mich gerade nicht sehen. Ah, da, 1 von 30. Es gibt wieder viel zu sammeln. Spiegel, da. Karten. Du hast die erste Karte mit Kobolden gefunden. Ach, da gibt es 3 von. Okay, wunderbar. Ja, dann... Leckt das im Spiel oder auch in der Aufnahme? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, guck mal da. Spinnweben gleich... Hier ist unser... Unter dem Stein gelandet. Der ist von oben... Der Rucksack ist von oben runtergefallen und dann unter dem Stein gelandet. Ich brauche eine Art Hebel, um den Felsbrocken zu bewegen. Igitt, meine Handschuhe sind hinter das Spinnennetz gefallen. Auch hätte ich bloß Handschuhe, um die Handschuhe rauszuholen. Was haben wir hier? Ich bin in einem alten, vergessenen Teil des Waldes. Kein Mensch ist hier. Ich muss einen Weg hinausfinden. Oh, ich habe einen Zweig gefunden. Die Dornen sind so scharf, dass ich sie nicht berühren kann. Und, ja. Oma, da hinten können wir noch nicht anklicken. Was haben wir hier noch? Achso, das ist da. Guck mal hier mit dem Zweig. Reicht der? So wird das nichts. Kann ich mit dem Messer vielleicht hebeln? Auch nicht. Einem alten, vergessenen Teil. Jo. Ich bin schon überfordert. Achso, da ist immer noch Oma. Hier komme ich aber nicht raus. Ach so, ja, mit dem Zweig kann ich ja, Schuh, weg mit euch, Spinne. Handschuhe, sehr schön. Kann ich denn mit den Handschuhen... Nee, kann ich auch nicht. Dann kann ich mit den Handschuhen vielleicht hier, einen auf Dornen wegmachen. Dornvögel Teil 2. Räume den Weg frei, um nach vorne zu gehen. Entferne die dornigen Lianen, indem du sie vorsichtig wegziehst. Oh, vorsichtig. Ja... Hallo? Gehen Sie bitte weg. Das auch? Oh. Du sollst weggehen. Ganz langsam.
Spannung. Du hast ein Minispiel in weniger als einer Minute vollendet. The size and the behavior of the thorns are unnatural. And this man up there, using strange energy. Is it magic? I've dealt with magic before. Ja. Stop! Go away! Jenny! So bin ich in GTA auch immer unterwegs. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was da oben stand. Naja. Gute Frau. Hier siehst du den ersten funkelnden Spiegel. Versuche alle 20 davon zu finden. Ja, dann machen wir. Wir reden jetzt erstmal mit dem Mann, der Frau. Eben dachte ich noch, es wäre eine Frau. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Aber sie hat Schuhgröße 5. They kidnapped my niece. Who is it? The master of this land, Twardowski, and his henchman, Janosik. The first is a powerful mage, and the other is my son. I'm truly concerned about him. I'm Yagna, the local herbalist. My leg, oh, it hurts so much. Can you help me? I need some medicine. This may help you to prepare it. Die eigene Mutter im Drive-By-Shooting. Einfach mal weggeballert. Komm, gib her. Objekte, die mit einem kleinen roten Kreis markiert sind, können näher untersucht werden. Kleinen roten Kreis? Ich muss noch mehr Kräuter finden, um die Heilungsmixtur herzustellen. Und ich muss das Rezept suchen, ja. So, wo finden wir das denn? Der Aufprall hat Jagnas Sachen im Korb durcheinandergewirbelt. Antiverbrennungsrezept? Nein. Da müssen wir mal die nächste Seite. Das ist das Rezept. Hat sie das gemacht? Oder ihr Sohn Janosik? Schlafpulverrezept? Wenn du große Ohren hast, dann kannst du... Das ist Oropax. Du steckst dir hier dieses Ding da ins Ohr rein und auf der anderen Seite die Blume und das kaust du und dann schläfst du. Heilbalsam. Indischer Flohsamen, Schüssel mit Wasser. Hallo? Ich lese das. Ein kleines Plus-Symbol. Ja, wissen wir. Indischer Flohsamen haben wir. Schüssel mit Wasser, Stößel, Heilkräuter und eine Bandage. Ja. Ja, habe ich auch so. Gut, dann... achso, ja, das ist das Buch. Sachen im Korb, durcheinandergewirbelt. Guck mal hier, das ist... Ein Stößel. So, da ist ein Stößel. Was haben wir hier noch? Achso, da ist immer noch das Buch. Guck mal hier, wie kommen wir denn darüber? Die Brücke ist zusammengebrochen. Wie komme ich jetzt in das Dorf? Gar nicht. Eine Mischung aus Waldkräutern sollte helfen. Wir brauchen noch eine Schüssel. Mit Wasser. Oh, guck mal hier, nach unten können wir auch. Ah, wir haben einen Hebel. Hebelkraft ist ja wunderbar. Oh, was hier war gewesen? Ah, ja, natürlich. Einfach nur die wilden Wildrosensamen. Waren das die? Heilkräuter wahrscheinlich. Ja. Was haben wir hier noch? Hier kann ich Wasser holen. Ja. So, aber erstmal gehen wir mal zurück. Und holen unseren... Moorland Rucksack. Nicht besucht. Ich bin hier, blockierter Weg. Da bin ich. Da könnte ich hin. So, was brauchen wir noch? Botanik heute. Seltene Art, erneut gerettet. Mary Gilbert entdeckte eine seltene Farnpflanze und rettete einige Arten im Moorland Park vor dem Aussterben. Ja, wir erinnern uns, das war der erste Teil. Und das ist, sieht aus wie das Cover vom National Geographic. Ah, eine Bandage, die haben wir natürlich immer dabei.
Du bist Botaniker und hast in deinem Tagebuch die verschiedenen Eigenschaften vieler Kräuter beschrieben. Nein. Okay. Ja, und nun? Ach, da. Die Kräuterseite gibt dir Informationen, nach welchen Kräutern du suchen musst. Ach, du meine Güte. Heilkräuter. Flohsamen, Kamille... Das wird ja richtig kompliziert. Das finde ich großartig. Flohsamen, Kamille, Salbei und Pfefferminz. Salbei erkenne ich an dem lilanen. Kamille kennt man ja sowieso. Flohsamen haben wir schon. Und Pfefferminz, das schmeckt schön frisch. Kamille? Nochmal Kamille? Nochmal Öl. Hier, guck mal, da hinten ist noch eine. Und hier ist noch eine. Brauchen wir noch mehr? Da ist auch noch eine. Hier ist ein Blatt, aber das schwebt dann nur so durch die Gegend. Haben wir alle? Sieht so aus, ne? Dann brauchen wir Salbei. Hier unten ist noch Salbei. Hier versteckt sich auch Salbei. Da ist auch lila. Bitte unterlassen Sie das. So, jetzt haben wir Salbei und jetzt brauchen wir noch Pfefferminz. Pfefferminz haben wir hier und da. Du hast 3 versteckte Objekte in 3 Sekunden gefunden. Ja, Skill, sage ich da mal. Guck mal, da ist auch noch ein bisschen was. Und da 17 von 18 und daneben. Heilkräuter. Guck mal hier, Flohsamen ist hier noch, kann ich das dazu packen? Aha, Stößel. Bandage. Und das war's erstmal. Jetzt brauchen wir noch eine Schüssel. Kann ich hier zur Lichtung gehen? Ich brauche irgendwie eine Schüssel. Ah, warte mal, guck mal da, rechts. Bei der alten Statue. Wenn ich diesen Vogel bestechen kann, komme ich vielleicht an die Schüssel. Das ist die Singvogelmafia. Hier, iss mal ein paar Samen. Sieht aus wie Vogelbeeren. Na, das ist auf jeden Fall meine Schüssel. Die kriegst du nicht. Die füllen wir auch einmal auf. Schüssel mit Wasser. Jetzt noch fein, fein Kräuter rein und tok, tok, tok. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das so gesund ist, wirklich. Aber wir sind ja Botaniker. Hier, wie hieß sie noch? Jasna? Thank you. The bridge is damaged, but I can show you another way to the village. We'll find out what happened to your niece. I hope we can save her. I need your help to stop Tvardovsky. The things he does, they are truly wicked. Will you help me? Yes, I will help you. Take me to the village. You may approach the mirror. I've got a present for you. I promise I will find a way to deliver it to you. The mage. I'll hide behind the crowd. He won't see me there. Wir haben die alte Jagna geholfen. Gehilfert. Der alten Jagna geholfen. Guck mal da, da sitzt einer im Gefängnis. Hier sind Kobolde offensichtlich am Start. Das ist der Magier, der Jenny entführt hat. Was ist das für ein Spiegel? Ein Trick? Mary! I thought something bad happened to you. I'm so happy to see you. Please, help me. I found this in the carriage. I don't know who it is, but she looks just like me. Ja, klarer Fall von generationsübergreifender Zwilling, der für ein Experiment bzw. für ein Ritual genutzt werden soll, um den besagten Zwilling wieder zum Leben zu erwecken und muss dabei leider sterben.
So. Enough for today. I have what I need. No, please. I need to talk to my husband. Have mercy, my lord. No. Take the mirror to my residence. Und dass er da Leute entführt? It all will be over. Ja, Staub im Endstadium, ne? So, neue Aufgabe, geht zum Haus. Gehe das Haus. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis gleich. Tschüss.